Eine Ära prägt man nicht alleine. Wir haben einen Weg angefangen und den gehen wir halt immer noch und da sind wir noch längst nicht am Ende. Wir wollen gemeinsam den Weg gehen. Wir haben im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, was wir als Mannschaft leisten können. Sehr, sehr schön zu wissen, dass so enge Freunde ja einfach hier bei mir in der Nähe dann auch bleiben. Ich freue mich natürlich riesig auf die kommenden Jahre, die uns bevorstehen. Wir wollen immer zusammenhalten, auch wenn es mal Phasen gibt, die vielleicht nicht so gut laufen. Das gehört im Sport einfach mit dazu. Ich musste nicht viel nachdenken. Ich fühle mich unfassbar wohl. Ich glaube, dass ich hier beim FC Bayern einfach die perfekten Bedingungen habe. Einerseits, um mich da einfach ja sportlich weiterzuentwickeln, andererseits natürlich auch als Mensch nochmal dazuzulernen. Ich sehe für mich persönlich noch eine Entwicklung hier und natürlich auch mit der Mannschaft macht es mir unheimlich viel Spaß. Es war für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ich mich hier wohlfühle. Man kommt morgens her, hat eine gute Laune in der Kabine, es ist gute Stimmung. Für mich persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass ich einfach in einem Umfeld bin, wo mir die alltägliche Arbeit Spaß macht. Und das habe ich hier. Und da sind die Mädels einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die bereiten mir jeden Tag Freude, einfach auf einer menschlichen Ebene, aber natürlich auch auf der fußballerischen Ebene. Da ich selber auch für mich noch Sachen erreichen möchte, Titel holen will, glaube ich, gibt es da keine bessere Adresse, vor allem auch in Deutschland, als den FC Bayern. Uns ist immer wichtig, dass wir auch frühzeitig auf die Spielerin zugehen, weil wir die Mädels auch weiter mit an Bord haben möchten für eben unser ja, Projekt in die Zukunft auch. Und es war uns sehr, sehr wichtig, auch hier ja, auf frühzeitig ein Zeichen zu setzen. Es ist ja schon so, dass wir da einen Weg gestartet sind, wo wir auch wussten, der braucht seine Zeit. Von daher ist es natürlich schön, dass gerade auch wichtige Leute bleiben und verlängern. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende und ich habe einfach extrem Lust, dann den Weg auch mit dem FC Bayern weiterzugehen und weitere Erfolge einzufahren. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Uns fehlt aber sicherlich noch der letzte Schritt. Und den wollen wir jetzt gemeinsam auch mit den Spielern, die jetzt auch verlängert haben, auch weitergehen. Eine Ära prägt man nicht alleine. Was war denn?